Heute ist Mittwoch, der 3. Juni. Wie man sieht, ich habe ein kleines Hängerle dabei. Ich fahre jetzt eine neue Maschine holen. Ja, das fahre ich jetzt dann im Vogtland holen, das sind 1,5 Stunden Fahrt. So, daheim in Pullendorf angekommen. Da zeige ich mal, da ist unser neuer Minilader. Eine schöne Sache, zwecks Ballen transportieren, Ballen stapeln, füttern, ausmisten. Geniale Geschichte, hat eine Durchfahrtsbreite von 89 cm, also da kommt man wirklich überall durch. Jo, den lade ich jetzt mal schnell ab. So, da ist er jetzt abgeladen. Ist ein kleiner, also winzig kleiner, wendiger Hoflader zum Ausmisten, Ballenfahren. Lauter solche Geschichten kann man halt wunderbar machen. Und ist halt leicht. War bei mir, also mir waren zwei Sachen wichtig. Schmal muss er sein, dass er unten durch die Türen zum Ausmisten dann durchkommt. Das tut er. Mit 89 cm Breite ist er nicht sonderlich breit. Leicht muss er auch noch sein, weil oben in der Scheune kann man nicht mit schwerem Gerät befahren, um die Ballen nach hinten zu stapeln. Das hat er jetzt auch erfüllt. Ja, ich denke, dass der wahre Einsatz von dem Ding wird sich dann in der Praxis zeigen. Stück für Stück, wenn wir mehr Aufgaben finden und sehen, was man mit den wunderbaren Aufgaben erledigen kann. Dass man nicht immer mit dem Schlepper fahren muss oder wo der Schlepper eben auch keinen Platz hat oder zu schwer ist, kann man dann mit dem machen. Also eine wunderschöne Geschichte. Das ganze Gerät war jetzt auch nicht das teuerste. Also ich habe den Markt vorher sondiert und da kann man ja richtig Geld erlassen für sowas. Für so einen kleinen Betrieb wie uns rentiert sich aber was Teures nicht. Bei dem Preis jetzt, also eine neue Maschine, bei dem Preis jetzt musste ich aber sagen, das ist in Ordnung. Ich werde heute wahrscheinlich mal die Gelegenheit nutzen, mich ein bisschen einfahren. Ich meine, wäre nicht jeden Tag gewohnt, das Panzerlenkung zu fahren. Und der reagiert auch sehr sensibel. Also er springt halt übereinander wie Gasbock, aber das machen sie halt alle, die Bobcats und sowas. Muss ich mich noch ein wenig einüben. Aber das wird definitiv. Jetzt gerade ein bisschen mit dem Hoflader am Misten. Funktioniert ganz schön. Macht auch jede Menge Spaß. Langsam komme ich dahinter, wie die Panzerlenkung funktioniert. So, jetzt nehme ich euch mal auf dem Lader mit.
Ich habe jetzt mehrere Wochen Zeit gehabt, um den ausgiebig und in aller Ruhe zu testen und für verschiedene Aufgaben im Hof mal zu benutzen. Und mein Urteil ist durchwegs positiv. Deswegen zeige ich euch jetzt die Maschine mal im Detail. Der Lader hat eine Länge ohne Werkzeug von 1,75 Meter und mit dem Bügel hoch ist er 1,35 Meter. In meiner schmalen Variante mit den schmalen Stollenreifen ist er 89 cm breit. Den gibt es auch noch in der Variante mit den Breitreifen, mit den Ballonreifen. Da ist er dann 109 cm breit. Ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne kompakte Maschine und für jeden Verwendungszweck auch super anpassbar. Von der Stärke ist er sehr schön ausreichend motorisiert für die Größe. Der hat einen kleinen Benzinmotor drin mit 13 PS. Und hat eine Hubkraft von 350 bis 400 Kilo, je nach Heckballastierung. Und da das Ding natürlich auch kein Rennwagen ist, ist es mit 6 km/h Höchstgeschwindigkeit eher gemütlich unterwegs, ja. Der Lader verfügt über eine Panzerlenkung. Das heißt, die Lenkung wird links und rechts, vorwärts, rückwärts über 2 Hebel gesteuert und damit ist er fähig, auf der Stelle zu wenden. Die Räder werden über Hydraulikmotoren angesteuert, über kraftvolle, und der Hydraulikmotor sitzt vorne im Lader dran. Es ist alles sehr robuste Technik und bis jetzt auch höchst zuverlässig bei mir. Die Lader werden in Polen gebaut und sind ultra einfach und robust gefertigt. Die Qualität lässt keine Wünsche offen, also super schweißnädig, ich habe das alles kontrolliert, Material passt, bis jetzt nichts ermüdet, alles super. Vertrieben wird das gute Stück von der Firma Baumaschinen Grundmann in Pausa im Vogtland. Dort ist die Basisvariante, das heißt ohne Werkzeug, für 8.500 Euro zu haben. Kontaktdaten könnt ihr unten in der Beschreibung entnehmen, wenn euch das interessiert. Jo, wie schon gesagt, das ist eine Panzerlenkung. Das heißt, mit den 2 Steuerhebeln wird die Fahrt kontrolliert. Das heißt, links nach hinten ist linke Räderseite, dreht sich rückwärts. Rechts nach hinten, rechte Räderseite dreht sich rückwärts, das gleiche dann dementsprechend vorwärts. Wenn man es gegenläufig hält, dreht man sich auf der Stelle im Kreis, also wie bei jeder Panzerlenkung. Einen Hebel, der die Zusatzhydraulik steuert, in meinem Fall ist das jetzt das angebaute Krokodilgebiss. Das wird über den Hebel auf- und zugeklappt und angesteuert. Das kann man natürlich wechseln, da komme ich aber gleich noch dazu. Da gibt es verschiedenste Anbauwerkzeuge, die man dafür erwerben kann. Also das ist ein echtes Arbeitstier, das kann wirklich ziemlich alles. Jo, weiter im Cockpit. Da haben wir einen Stundenzähler drauf. Also wie man so sieht, ich habe erst 5 Stunden drauf georgelt. Noch nicht so lang, aber ich habe jetzt auch keinen Stall im Betrieb, den ich jeden Tag jetzt misten muss im Sommer. Im Winter wird sich das wahrscheinlich schneller aufbauen, das Stundenkonto, als mir lieb ist. Dann sieht man da drüben eine Druckanzeige. Das zeigt uns den Hydrauliköldruck an und auch den Füllstand und einen Hubenknopf. Was man dann noch hat, ist das Handgas. Da kann man die Drehzahl regulieren, das heißt auf Standgas zurückschalten oder Vollgas durchgeben. Das wäre es auch schon zum Cockpit. Also wie man schon sieht, sehr einfach zu bedienen, aber einfache Technik. Heißt auch, dass nicht viel kaputt gehen kann. Also je mehr Elektronik in so Gerätschaften ist, desto mehr kann kaputt gehen. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Dann haben wir einen komfortablen Sitz drauf. Die Konkurrenz von Sherpa zum Beispiel, habe ich mir auch angeschaut, ist ja ein ähnliches Prinzip, bloß ohne die Sitzmöglichkeit. Da steht man hinten drauf und der Motor ist in die Mitte zentriert. Vorteil von der Sitzposition ist, wenn man natürlich länger am Arbeiten ist, wie zum Beispiel einen Stall ausmisten oder sowas, dann ist es sehr, sehr ergonomisch zu arbeiten. Also das belastet den Fahrer nicht so sehr. Den Sitz kann man in der Position verstellen. Also den kann man auf der Schiene vor- und zurückfahren. Wenn man die Sitzbank aufschraubt. So, wenn man die 2 Sicherungsschrauben entfernt hat, kann man dann den ganzen Sitzbock einfach hochklappen und kommt somit wunderbar an den Motor dran. Luftfilter, hier ist der Benzintank,
Ist nicht allzu groß, aber so viel braucht man jetzt auch nicht. Da vorne ist die Batterie und der zentrale Schalter. An und aus. Stromtrennschalter. Was man jetzt hinten am Motor dran sieht, da ist eine Anhängerkupplung verschraubt. Die kann man sich zusätzlich dran bauen lassen. Habe ich jetzt dran, weil ich mir da hinten einen kleinen Gitterkorb drauf montiere, wo ich mir Heckballast noch reinlegen kann, wenn es doch mal schwerer wird, die Arbeit. Oder dann auch in der Scheune oben einen Viehhänger oder andere kleine Hänger rangieren kann, auf engstem Platz. Habe ich probiert, funktioniert wunderbar, dafür ist es super geeignet. Tja, was haben wir noch? Wir haben 4 Zurösen, um dann beim Transport schnell und effektiv verzurren zu können. Der Fußraum bietet mit nach hinten gefahrener Sitzposition selbst für den dicksten Fahrer Platz. Also da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Da hat man wunderbar Platz drauf auf der Maschine. Die Schwinge ist schön einfach ausgeführt. Die Schläuche sind an der Schwinge verlegt, offen. Also man könnte, wenn irgendwann mal die Schläuche in die Jahre kommen sollte, porös werden, das wunderbar einfach tauschen, ohne dass man es aufmachen muss. Die Verriegelung des Werkzeugs erfolgt ähnlich wie bei der Euroaufnahme beim Schlepper durch eine Entriegelung und dann kann man es einfach abstellen. Und schon ist es wieder verriegelt. Also wunderbare Geschichte. Ist kinderleicht abziehbar, also der hat überall offene Schmiernippel dran. Damit kann man immer schön in Schuss halten und warten. Ich denke, recht viel mehr muss man in der Maschine auch nicht machen, weil wie gesagt, das ist super einfache Technik, super robust. Und wenn man das Ganze einigermaßen pflegt, sollte das Ding eigentlich für die Ewigkeit halten. Bei der Steuerung für die Front ist bei den beiden Fahrhebeln ein Kreuzsteuerventil eingebaut, das heißt, lässt sich in 4 Richtungen bewegen. Linke Fahrhebel vorwärts, rückwärts ist linke Fahrseite, vorwärts oder rückwärts. Nach links und nach rechts ist die Neigung vom Arbeitswerkzeug. Beim rechten Fahrhebel vorwärts, rückwärts ist die rechte Fahrseite vorwärts, rückwärts. Links oder rechts ist die Hebung oder Senkung von der Schwinge vorne. Und am dritten Hebel vorne ist die Zusatzhydraulik, in meinem Fall das Krokodilgebiss, auf oder zu machen. Jo, die ganze Steuerung ist recht simpel. Braucht natürlich ein bisschen an Übung, wenn man jetzt Panzerlenkung nicht gewohnt ist, aber das hat man schnell heraus. Also nach 2 Stunden Fahrpraxis konnte ich damit relativ flüssig arbeiten. Wie das beim Misten ausschaut, zeige ich euch jetzt. Gibt's dafür jede Menge Zubehörmöglichkeiten, also die Anhängerkupplung, man kann oben am Bügel noch Arbeitsscheinwerfer dran bauen, hinten Heckgewicht verschrauben, es gibt dafür eine Palettengabel für das Maschinle, es gibt dafür eine Schaufel, es gibt mein verbautes hydraulisches Krokodilgebiss, es gibt eine hydraulische Krokodilschaufel, dann gibt's, wie angesprochen, die verschiedenen Arten von Reifen, sprich die schmalen mit Grobprofil oder Breitreifen oder es gibt, glaube ich, sogar auch breite mit Grobprofil. Es gibt hydraulische Schneeschilder, es gibt einen Betonmischer, es gibt einen Erdbohrer, also wirklich für jede Gartenlandschaftsbau Maßnahme geeignet, das Maschinchen. Was ich jetzt noch von der Firma Grundmann kriege, ist eine Grundplatte, die vorne in die Werkzeugverriegelung einpasst. Und da baue ich mir einen geeigneten Ballenspieß draus. Also wirklich was ganz was Einfaches, ganz was Leichtes, dass ich möglichst schweres Gewicht heben kann, ohne dass ich hinten ein Zusatzgewicht drauf brauche. Das werde ich euch dann aber in einem Vlog zeigen, wenn ich das dementsprechend gebaut habe. Auf die Platte warte ich leider noch, aber die sollte demnächst auch bald kommen. Wie gesagt, der deutsche Importeur ist die Firma Grundmann in Pausa. Und ich war sehr begeistert. Also für jeden, der mit sowas spekuliert, sollte da mal vorstellig werden. Man kann dort auch jederzeit mal welche Probe fahren. Also die haben immer was auf Lager und verkaufen die auch in recht großer Stückzahl, weil es doch recht begehrt ist. Für den Preis ist es unvergleichbar auf dem Markt. Also ich habe ja recherchiert und habe den als Preis-Leistungssieger ausgesucht und bereue den Kauf bis jetzt nicht. Kann ich also weiterempfehlen. An dem Bügel
kann man dann noch Arbeitsscheinwerfer anbauen. Das werde ich noch machen. Zwei nach vorne, ein nach hinten, so dass man dann auch abends oder in finsteren Ecken auch mit ausreichend Licht sauber arbeiten kann. Dafür ist auch jede Menge Platz. Also da ist sogar noch Platz für einen zusätzlichen Schalter. Damit kann man, werde ich dir einen Schalter einbauen, um die Arbeitsleuchten anzusteuern. Es ist alles schön offen verbaut. Also, und wenn man irgendwo an was Geschlossenes ran muss, sind es bloß zwei, drei Schrauben zu öffnen und schon kommt man an die Technik ran. Die Firma Grundmann gibt ein Jahr Garantie auf den Lader und wie gesagt, in der Basisausstattung ohne Werkzeug sind wir da bei 8.500 Euro brutto. Das ist auf dem Markt unschlagbar. Die Konkurrenz kostet da wesentlich mehr. Sherpa zum Beispiel verlangt für ähnliche Fahrzeuge locker das Doppelte. Und ja, wie gesagt, der Vorteil liegt in dem Modell ganz klar auf der sitzenden Arbeitsposition. Also wirklich top. Die Qualität, die Verarbeitungsqualität sowie auch die Materialqualität geht mehr als bloß in Ordnung. Das sind alles sauber verarbeitete Schweißnähte, alles sehr stabil ausgeführt. Die Pulverbeschichtung bzw. Lackierung lässt an keiner Stelle so zu wünschen übrig. Also ja, sollte ewig und drei Tage halten, das Ding. Heute ist Samstag, es ist nieselisches Regenwetter, saukalt. Aber ich fahre jetzt mal ein paar Dörfer weiter mit dem Schlepper und schaue mir dort eine Maschine an. Und wenn das alles passt, nehme ich die mit. Jo, ich schalte euch dann wieder ein, wenn ich das Ding angeschaut habe und wenn ich euch sagen kann, was es ist. So, jetzt bin ich wieder daheim. Das war jetzt eine abenteuerliche Aktion. Und zwar habe ich einen Maschinenlackholz. Neu ist jetzt, glaube ich, der falsche Ausdruck dafür. Ist drin gestanden als funktionsfähig in eBay Kleinanzeigen. Vor Ort hat sich herausgestellt, alles bloß nicht funktionsfähig. Tja, ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Das könnte ein Bastelprojekt werden, wenn ich mal mit dem Stallumbau fertig bin. Dabei steht's gut und ich habe das zum Kurs gekriegt, wo man sagt, das ist der Schrottwert, dafür kriege ich es immer noch weg. Also ich zeig's mal kurz. Hier ist ein kleiner Hydrauliklader. Der stand jetzt 12 Jahre rum, ungenutzt, hat eine kleine Grabenräumschaufel dabei. Tja, aber das gute Ding ist fest. Da rührt sich nichts mehr. Die Hebel sind fest, Steuergerät oben fest. Die Schläuche werden auch zu sein. Wir haben mal einen testweise aufgeschraubt. Also da ist alles drin, bloß kein Öl mehr. Also wahrscheinlich muss man da die Schläuche neu machen. So wie es ausschaut, sind aber die Zylinder dicht oder relativ dicht. Tja, das Ganze hat einen eigenen Ölkreislauf. Da ist eine kleine Pumpe für Zapfeinstummel dabei. Jo, mal gucken, ob ich das Ding wieder gangbar kriege. Da bin ich natürlich für jeden Tipp von euch aus meiner Community dankbar. Aber ich werde das Ding mal jetzt erstmal einlagern. Da steht es erstmal gut. Und wenn mal Zeit ist, kann man sich da mal drüber machen. Und gucken, was noch funktioniert. Dann mache ich mal einen Schlachtplan. Komplett zerlegen wollte ich nun jetzt eigentlich nicht. Obwohl das jetzt wahrscheinlich auch nicht der große Akt wäre, nachdem er eh alle Leitungen abbaut. Hätte ich mal alle Zylinder ausgebaut. Hätten dann mal vielleicht mal geschliffen und lackiert. Aber ich denke, als erstes sollte ich mal schauen, dass er funktioniert, weil sonst ist diese ganze Arbeit umsonst.
Tja, das ganze Ding habe ich jetzt notdürftig mit Zürgarten hochkommen, weil da ist überhaupt keine Spannung mehr drauf. Da geht überhaupt nichts mehr. Jetzt stelle ich nochmal unter und dann gucken wir mal, ob das irgendwann mal ein Bastelprojekt wird. Ja, ich habe ja noch zu wenig zu tun. Hinter mir steht Fiat 9090. Das ist so meine Überlegung, ob der als Zweitschlepper mit auf den Hof kommt. Würde ich für die Grünlandarbeiten einsetzen, da Fronthydraulik hat, da könnte man mit Frontmähwerk mitmähen. Und ja, für alles, was ein bisschen schwerer zu ziehen ist, Ballentransport. Bei uns ist natürlich bei der bergigen Landschaft der Steier mit 6 bis 8 Kilo Ballen auf dem Hänger hinten drauf schon stark an der Grenze. Der schafft ein bisschen mehr, der hat 90 PS, so wie er da steht. Kann man natürlich noch ein paar mehr rauszaubern, aber ich denke, das geht dann immer zu Lasten der Technik, wollen wir ja nicht. Das gute Stück ist Baujahr 87 und gut in Schuss. Der wurde jetzt beim Landmaschinenhändler 2 Monate mit allen Finessen überholt. Hat jetzt, sage ich schon, 9000 Stunden auf der Uhr. Aber ich denke, für meinen Betrieb ist das jetzt kein Hindernis. Also dem Fiat, ich bin absoluter Fiat-Fan, ich hatte vorher einen Fiat 4566 DT und war eben ganz begeistert von dem, weil eben sehr zuverlässige Technik und auch sehr robust. Da hat es nie Probleme gegeben. Und dann wäre das so die Überlegung, ob das als Zweischlepper herkommt. Ja, der ist noch schön kantig, da ist noch viel Blech dran. Der hat einen wahnsinnig geilen Sound. Aber der klingt wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Den teste ich jetzt mal die nächsten Tage mit durch. Ein bisschen füttern, Wasserfässer fahren, am Hofbau Kleinigkeiten umstapeln, Pellets holen, was weiß ich alles. Also ich werde dann schon ausgiebig mal fahren. Und werde dann auch sehen, ob das Ganze bei mir passt oder ob es nicht passt. Ich meine, das wird sich relativ schnell abzeichnen. Leider habe ich jetzt keine Grünlandarbeiten mehr, also ich hätte dann schon gerne nochmal im Grünland auch getestet, aber ich meine, von den Fahreigenschaften, das merkt man ja, ob das dann so passt. Jo, recht von mir kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ich schalte dann einfach später nochmal ein, wenn ich heute ein bisschen was damit gearbeitet habe. Jetzt tanke ich dann erstmal voll und dann schauen wir weiter. Es ist schon ein sehr rustikales Fahren, wenn man jetzt man steigert ja doch ein relativ moderner Schlepper. Ich meine, das jetzt eine Zeit lang nicht gewohnt war, so alte Schlepper zu fahren. Aber die heißen wir eigentlich gleich drin. Mann, Schlepper fahren ist ja eigentlich idiotensicher, meine ich. Und einen geilen Sound in die Maschine. Also das macht am Fahren am meisten Spaß. Der fährt zwar bloß 30 km/h. Aber der Sound ist richtig geil. 5 Zylinder machen ordentlich Ballett. Er hat auch gut Power, bloß momentan kann ich es relativ schlecht umsetzen, weil alles so vereist ist von den Fahrwegen. Also es ist mehr Schlittern und Driften als ein Fahren. Deswegen alles immer schön gemächlich. Aber ich werde die nächsten Tage schon noch irgendeine Aufgabe finden, wo wir mal ein bisschen mehr fordern können. Bin mir ziemlich sicher. Ich bin nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Er hat schon die ein oder andere kleine Macke, die sich natürlich beheben lässt. Aber so von der ganzen Handhabung für meinen Betrieb zu dem Preis. Also ganz wichtig ist der Preis. Mit dem Preis bin ich nicht ganz einverstanden. Also wenn man sich da noch ein bisschen entgegenkommt und auf einen etwas niedrigeren Preis einigen kann, dann jo, könnte man noch mal drüber nachdenken. Aber zum aktuellen Iststand ist es definitiv kein Schlepper für mich, für den Hof.
ein Königreich für einen hydraulischen Oberlenker. Ja, werde ich mal schauen, ob ich gebraucht irgendwo was Günstiges kriege. Weil der hat jetzt gerade keine Priorität, der hydraulische Oberlenker. Stell dir mal her. So, dann geht's los. Vier auf die Bahn, ne? Ja, also innen ist er jetzt nicht im schlechtesten Zustand. Kann man jetzt schon nichts sagen, ne? Es ist halt, ja, nicht so groß die Karte. Nicht alles funktioniert. Also er hat da Radio drin, aber das gibt keinen Pieps von sich. Gut, das ist wahrscheinlich in 10 Minuten repariert. Handgas. Am Freitag oder Samstag bin ich im Handgas gefahren. Und das hängt. Also man lässt dann das Handgas los und der Schlepper beschleunigt schon weiter und gibt schon Gas. Man muss dann manuell unten das Fußpedal wieder hochziehen. Dann gibt er wieder Ruhe. Aber ich denke, ein bisschen Schmiere und ein bisschen Einstellungssache, dann ist das auch gegessen. Was mich aber ganz massiv nervt, ist die Reaktionsgeschwindigkeit von der Hydraulik. Also der Dreipunkt, ich denke, man hat es vorher mal gesehen gehabt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es eingeschnitten gehabt habe, wo ich einen Siloballen geholt habe hinten mit der Heckgabel. Diese Heckgabel ist nicht mehr auf Nullposition zurückgegangen, weil die Hydraulik einfach nicht abgesenkt hat. Irgendwas hängt da aber scheinbar auch, weil wenn man mit der Hydraulik auf Absenken und dann ein bisschen fährt und ein bisschen rumtut, dann geht sie plötzlich relativ zügig sogar nach unten. Ansonsten bewegt sie sich bloß Millimeter, so weiß. Ja, das kann man, denke ich, auch einstellen. Ich denke, da gibt es so Einstellungsrädle, wo man die Durchflussgeschwindigkeit reduzieren kann. Das kann ich zumindest noch von meinem 4566, den ich gehabt habe. Da war das anfänglich ähnlich. Ja, so ist es kein schlechter Schlepper. Ich könnte ihn auch benutzen, aber für den Preis. Nee, für den Preis, glaube ich, werde ich es nicht machen. Wenn ich da noch ein paar Mücken drauflege und noch ein bisschen warte und ein bisschen dazu spare, dann kriege ich was sehr viel moderneres, mit weniger Stunden und besser ausgestattet. Und nur der Nostalgie halber und der Sound- und Optikgründe halber kaufe ich keinen Schlepper. Also, da werden wir sicherlich einige recht geben. Tja, jetzt geht's los. Ich fahre dann los und hol den Steier. Weil es immer gefragt wird, wie bist du mit deinem Steier zufrieden? Zeige mal deinen Steier. Kannst du mal ein Vorstellungsvideo von deinem Steier machen? Das jetzt ist das Vorstellungsvideo von meinem Steier. Also, ich zeige ihn euch einmal. Das ist die Maschine. Das ist ein Steier 4055 Kompakt S. Die Maschine ist Baujahr 2014. Ich habe dann 2018 gekauft. Und da hatte die Maschine 30 Stunden auf dem Zähler. Jo, was gibt's dazu zu sagen? Serienmäßig hat er 56 PS. Wir haben ihn ein bisschen modifiziert auf knapp 70, circa 70 PS plus minus. Das ist ein 3,2 Liter Vierzylinder Motor. Hat das kleine Getriebe drin, also 12x12 Power Shuttle. Nicht elektronisch, nicht elektrohydraulisch. Was haben wir noch? Das Hubwerk wird mechanisch geregelt. Wir haben einen zusätzlichen Hubzylinder drin und haben Hubkraft von ein bisschen was über 3 Tonnen. Das Eigengewicht ist ohne Frontlader auch bei ca. 3 Tonnen in dem Dreh rum. Müsst ihr jetzt nachschauen, wie viel das genau ist. Also idealer Schlepper bei uns, kleine hangige Feldstücke und da hat einen niedrigen Schwerpunkt. Wir haben auch die Spur relativ breit gestellt. Und er hat Grünlandbereifung drauf, somit für unseren Betrieb optimal. Hinten hat er 420er, 8530 und vorne hat er 375, 75, 20er. Das ist für den Schlepper, denke ich, so ideal. Dran montiert ist ein Manip Frontlader MC60. Der hebt 1700 Kilo knapp, hat einen zusätzlichen Steuerkreis, hat eine Schwingungstilgung verbaut, hat Schnellkupplung drüben, hydraulische Schnellkupplung. Also alles ganz schick, bin ich sehr zufrieden damit, macht gute Dienste.
was können wir noch dazu sagen? Ja, der Wendekreis vom Fahrzeug ist halt super, super, super kurz. Weil es ein schöner kleiner Schlepper ist, haben wir 3,70 Meter, glaube ich, 3,70 Meter haben wir. Das ist für die Hofarbeiten und auf kleinen Feldstücken am Hang super zu manövrieren. Also echt schön wendig, da können wir uns nicht beschweren. Die Kabine ist recht geräumig, ist recht luxuriös. Man sieht überall rundherum ganz gut raus. Gut, die eine oder andere Scheibe ist jetzt schon mal neu. Habe ich erst mal kaputt gemacht, aber das passt. Einen Dieseltank haben wir mit 90 Liter drauf. Arbeitsscheinwerfer habe ich vorne oben zwei Stück drin und das alternative Licht oben. Dann noch zwei LED vorne für Nahbereich. Natürlich vorne die ganz normalen Scheinwerfer, klar. Hinten habe ich vier Arbeitsscheinwerfer zusätzlich drauf. Zweimal Halogen, zweimal LED. Die sind alle drin separat schaltbar. Und es leuchtet alles gut aus. Der Schlepper hat zwei Steuergeräte. Doppelwirkend. Passt. Mehr brauche ich nicht. Und Zapfwelle 540er und 540 Ökonomie, also 57er. Und da sieht man die manuelle Hubex-Bedienung. Das werden die meisten kennen. Ja, so mit Knöpfchen, elektrohydraulisch wäre schon schöner. Aber das ist halt Steyr in Grundausstattung. Da ist nicht viel dran. Jo, das wäre aus was, ja, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Das hätte er schön haben können. Eine Fronthydraulik und eine Frontzapfwelle. Die hat er leider nicht. Ja, aber bis jetzt komme ich auch nicht zurecht. Dann schauen wir mal rein in die Kabine. Also nicht wundern. Das gute Stück ist täglich hart im Gebrauch. Insofern ist nicht sehr aufgeräumt. Okay, dann gucken wir da mal rein. Jo. Alles recht spartanisch, puristisch. Wir haben eine ausstellbare Frontscheibe. Wir haben zusätzliche Dachlukenfenster für Frontladerarbeiten ganz nützlich. Also die Rundumsicht ist gegeben. Dann fangen wir mal an. Ich habe ein Power Shuttle Getriebe. Das heißt vorwärts, rückwärts, aber mit gedrehter Kupplung, weil es das kleine, einfache Getriebe ist. Ich habe da die Drehzahlmesser. Ich habe digital den Geschwindigkeitsanzeiger und den Stundenanzeiger. Den schalte ich mal kurz ein. Da sind wir jetzt bei 741 Stunden. Also ich habe einen 2018 mit 30 Stunden gekauft. Ein paar habe ich schon drauf gefahren. Jo, was haben wir dann? Gehen wir mal nach rechts durch. Den Kreuzhebel für den Frontlader und der Bedienung für die Zusatzhydraulik vorn. Also damit kann ich dann Ballenzange öffnen, Hydraulikgreifer öffnen, schließen, all das so Sachen. Hab hier den Gangschalter, vier Gänge. Und da unten den Gruppenschalter, drei Gruppen, Handgas, die zwei Bedienhebel für die Steuergeräte, wobei nach vorne auch auf Schwimmstellung geht. Oh, ich habe, ja, purer Luxus, GoPro-Halterung, Handy-Halterung. Das gute Stück hat ein Radio verbaut mit Timer-Funktionen und adaptiver Stundenzählung. Wenn man mal wissen will, wie lange man für Teilstück gebraucht hat, kann man das da oben separat dann abspeichern und aufrufen. Zusatzfach. Das wäre die Rundumbeleuchtung, die Rundumleuchte. Darauf habe ich aber meine Arbeitsleuchten geklemmt, weil ich keine Rundumleuchte habe. Brauche ich ja nicht. Das sind die Alternativleuchten oben, wenn vorne durch einen Ballen am Frontlader zum Beispiel die Leuchtweite eingeschränkt ist, dann schaltet man nach oben, hat dann nochmal Ablendlicht oben dran. Scheibenwischer vorne, Scheibenwaschanlage vorne, Scheibenwaschanlage hinten. Scheibenwischer hinten geht am Motor separat zu stellen, also recht oldschool. Hab hier die serienmäßig verbauten Arbeitsscheinwerfer nochmal durchzuschalten. Vorne die Seiten und oben und hinten dazu. Das sind die Halogenbeleuchtungen. Das ist die Heizungseinheit. Da kann ich die Lüftungsstärke einstellen und die Temperatur. Das war's auch schon. Das gute Stück hat keine Klimaanlage, aber dafür war der Preis heiß und wie ich gesagt habe, okay, dann muss ich da halt durch bei der Heuernte oder bei der Futterernte im Sommer grundsätzlich. Ist halt schön, muggelig, warm. Mechanische Hubwärtsregelung, kennt man, zwei Hebel, Zapfwelle, ein aus, haben wir da hinten dran. Zigarettenanzünder, braucht der Röntgen Mensch, aber ist an Bord,
Das hier ist die Entriegelung vom Zugmaul. Verschiedene Bus- und Bordsteckdosen. Lautsprecher hinten eingebaut. Das Heckfenster ist komplett ausstellbar. Ich sitze meistens mit offenem Fenster. Tjo, was haben wir auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, ja, Verbandskasten. Ein wahnsinniges Extra. Das ist die Zapfwelle auf Leerlauf 45er 45E. Handbremse unten. Tjo. Und eben der Beifahrersitz. Auf dem Fahrersitz ist eines der wenigen Extras, die der Steyr verbaut hat, und zwar einen luftgefederten Sitz. Also da habe ich einen kleinen Kompressor dran. Da kann ich mit Luft federn. Der ist in jeder Achse gelagert und federt mit Puffern. Das macht es relativ komfortabel, wenn es mal wieder ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Was ich mir noch verbaut habe für Hofrangierarbeiten ist ein Steuerknauf. Möchte ich nie wieder einen Schlepper ohne fahren, also habe ich bis jetzt auf jedem Schlepper drauf gehabt. Ist recht sinnig. So, unten logisch. Kupplung, Bremse, teilbar, Gas. Dann kann man hier die Lenksäule stufenlos verstellen. Vorne habe ich nochmal Bordsteckdosen. Jo, das war's auch schon. Ne, hier hinten haben wir noch Steckdose. Die elfpolige, glaube ich, ist es. Und natürlich unterm Sitz Diffsperre, ne? Also Differentialsperre. Ansonsten ist das alles einfach, also super einfach. Den Schlepper gibt es baugleich nochmal von New Holland und Case. Der Landfreak fährt den Schlepper als Case. Wenn man sich dann den Innenraum anschaut, ist das identisch. Das Plastik hat eine andere Farbe, aber sonst echt identisch, sogar dieselben Knöpfe. Und außen die Karosse ist halt ein bisschen anders. Aber ansonsten, da steckt derselbe Motor dran, der 3,2 Liter Fiat Powertrain. Ja, mit, ich glaube, 60 PS, 56 serienmäßig. Ich glaube, der Landfreak ist gerade 75er. Müsste ich mal schauen, weiß ich jetzt auswendig nicht. Jo, ansonsten bin ich top zufrieden. Bis jetzt war noch nichts kaputt. Bis jetzt hat noch nichts gestreikt. Gut, die Stundenanzahl wäre schlimm, wenn da schon irgendwie ein Defekt vorliegen würde. Aber bis jetzt, wie gesagt, nichts weiter in der Richtung. Dankbarer Schlepper. War relativ sparsam. Also ich habe jetzt in der letzten Erntesaison nicht viel Diesel verschleudert. Das ist optimal. Und wie gesagt, für unsere kleinen Flächen und für den Hang ein schöner Schlepperler. Er hat das ist das Einzigste. Deswegen heißt er kompakt. Also die Wendigkeit ist dem 2,1 Meter Randstand geschuldet. Der macht dann aber auch recht anfällig bei Bodenwellen. Also er springt recht gern und ist ein bisschen unruhig auf schneller Straßenfahrt. Er hat ein 40 km/h Getriebe, 40 km/h Zulassung. Ja, wenn man gescheit ausbalanciert, vorne und hinten, dementsprechend gewichtet, dann geht es. Und ansonsten die Arbeitsbreiten. Ich habe jetzt dann noch zusätzlich für den ein neues Mähwerk, das Krone-Mähwerk gekauft. Das habe ich auch mal separat vorgestellt. Das kann ich oben mal verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Und das passt von Arbeitsbreiten perfekt hin. Also der Schlepper ist 2,5 Meter Außenkante Reifen. Und das Mähwerk ist 2,45 Meter. Das heißt, ich kann jetzt da richtig schön mähen, ohne dass ich ins Futter rein fuhr. Was vorher beim Glasmähwerk eben ständig war, das war bloß ein 1,85er. Das war definitiv zu klein. Tjo, das ist unser Steyr. Ich kann euch mal noch mal kurz die Motorhäubchen öffnen. Also das kleine Motorhäubchen an meiner Sicht. So, das ist er. Haubenlift hält nicht so gut. Sieht man was? Also süßer kleiner Motor. Kühlerpaket schön zugänglich, also bei Wartungsarbeiten kann man die alle wunderbar schnell rausholen. Tjo. Also rund und sorglos, bin ich zufrieden. Wie gesagt, Klima und Fronthydraulik, das wäre noch mein Wunsch. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich mir einen Zweitschlepper leisten kann. Dann wird es einer mit Fronthydraulik und Frontzapfeln. So, Steyr 55S kompakt.
So, jetzt habe ich den Steier und das Mähwerk schonend abgewaschen. Also jetzt nicht in die Lager reingehalten. Und ja, lass den groben Dreck weg. Bringt mir nichts, wenn das Ding blitzeblank ist und überall in die Lager und Buchsen, was da drin steht. Ich lasse es jetzt wegen trocknen. Bis morgen. Morgen wird dann alles abgeschmiert. Mechaniken eingeölt. Jo. Gut, das schaut halt dementsprechend aus. Das hat jetzt ein bisschen Rost angesetzt. Aber nach dem ersten Schnitt ist der auch weg. Und dann wird wieder sauber abgewaschen und gleich eingeölt. Dann bleibt es auch schön. Das Mähwerk ist jetzt über Nacht schön abgetrocknet und kriegt jetzt eine Behandlung. Das heißt, einmal abschmieren, einmal einfetten. Alle beweglichen Teile kriegen ein bisschen Sprühöl und Fett. Und dann ist das Ding so weit, dass wir es dann schön innen abstellen können und auf den ersten Schnitt sehnsüchtig warten können. So, das gute Stück hat jede Menge Schmiernippel. Also suchen wir die uns mal der Reihe nach und kriege die nochmal bei hoch fett. Gut, das Mähwerk ist soweit versorgt, ist fit für den ersten Schnitt. Ich habe jetzt auch noch die Reibekupplung entlüftet und die Gelenkwellen abgeschmiert. Jetzt steht das alles tipptopp da. Das stellen wir jetzt sauber ab. Und jetzt schmiere ich noch den Frontlader ab. Ich habe noch ein paar Planierarbeiten vor mir. Wollte ich jetzt durchführen, und zwar die Fressplätze, an denen die Rinder im letzten Herbst ihre Futterraufen stehen hatten. Das ziehe ich ein bisschen glatt. Und wenn das jetzt dann glatt ist, kann man dann mit der Wiesenschleppe drüber fahren und mit dem Striegel und mit dem Einsaatgerät und da wieder ein bisschen Aussaat aufbringen. Doch, das steht jetzt noch an. Deswegen schmieren wir noch den Frontlader ab. Ich guck mal, ob ich euch da ein bisschen herstellen kann. Das sollte so funktionieren. Jawohl. Ich bin daheim, es ist wunderschönes Wetter, zwar noch ein bisschen kühl, aber trocken uns noch nicht, sehr gut. Jetzt kriegt unser guter Ranger mal ein bisschen Erhaltungspflege. Er hat doch das eine gesehen, Kampfspuren und Verschleiß und Alterungserscheinungen über die letzten Monate davongetragen. Und wir wollen ja einen Wert erhalten und auch optisch erhalten, ganz wichtig. Ich meine, das repräsentiert ja auch die Firma, das gute Ding. Deswegen kriegt er jetzt nicht nur die Sommerpuschen aufgezogen, also grobstollige Geländereifen wieder drauf auf Stahlfelge, runter mit dem hässlichen Eisdielenbomberverschnitt für die Winterreifen, aber die Winterreifen sind echt unschlagbar auf dem. Wollte ich unbedingt haben, sind perfekt für das Auto, also durch den Winter ohne Rutschen, ohne, also top, kann ich empfehlen. Cooper Weathermaster, kriege ich kein Geld dafür, bin ich aber überzeugt davon. Gut, was haben wir noch? Ja, ich habe jetzt erstmal alle Gummis schick gemacht, allen Kunststoff aufgefrischt, Teile jetzt unten da, Einstiegsleiste und vorne, sowas hat dann doch einiges an Kampfspuren weggesteckt. Das montiere ich ab und lackiere es über mit dem Herkuliner. Das heißt, grobes Lackspray, das auch noch so Fasern mit drin hat. Also schaut gut aus und hält recht gut. Was ganz robust ist, das macht man eigentlich auf Truck-Ladeflächen hinten drauf, wo man dann das Blech damit schützt. Jo, das wird gebracht. Ja, ich sehe gerade, ein bisschen so entrosten. Die Schrauben rosten. Hier werden wir Rostumwandler draufpacken und dann auch versiegeln. Rückfahrscheinwerfer zusätzlich sind darin korrodiert. Abschleifen und auch schick machen. Die Trommelbremsen hinten. Ja, das ist halt der Zahn der Zeit. Und fehlende Wartung und Pflege im Winter. Aber das hole ich jetzt schnell nach. Ich denke, in 2 Stunden bin ich durch. Dann ziehen wir jetzt einmal die Winterreifen auf. Sommerreifen. Scheiße, total durcheinander schon. Okay.
Tja, kaum angefangen, schon ist er fertig. Nee, Quatsch, das war jetzt viel, viel länger als gedacht, denn was ist passiert? Ich habe meine Stahlfelgen falsch gelagert. Die habe ich in der offenen Garage liegen gehabt und da konnten sie scheinbar nicht gescheit ablüften. Durch das Kondenswasser sind sie natürlich korrodiert. Jetzt habe ich sie erstmal ein wenig geschliffen und mit Vertan behandelt und dann natürlich montiert. Ja, jetzt muss ich sie dann nochmal mit Rostigal mache ich das. Also das ist Grundierung und Lackierung in einem. Da habe ich gute Erfahrung gemacht. Der Jacke Geld dafür, aber habe ich gute Erfahrung gemacht. Das Ganze mit dem Pinsel dann ausgebessert. Ja, schaut doch wieder schwarz und ordentlich aus. Die Reifen schön mit Pflegespray behandelt, dass die schön geschmeidig bleiben und nicht porös werden. Der Rest auch noch ein bisschen aufgehübscht, wo ja ein bisschen Kampfspuren waren, Rahmen ausgebaut. Plastidip ist mein großer Freund bei dem Auto. Also so Sachen wie da vorne. Das lässt sich wunderbar dippen. Da kommt auch nicht viel dran und das hält bombenfest, also überhaupt kein Problem. Jo, ist er nun wieder hübsch. Gott sei Dank. Innen noch die Klimaanlage, Desinfektion laufen lassen. So, und endlich geht's wieder raus aufs Grünland. Ich habe mir jetzt noch passende Technik besorgt, um das Ganze ein bisschen zu lüften. Ein APV-Striegel, 6 Meter Arbeitsbreite, GS600M1. Das ist eine sehr, sehr neuwertige Maschine. Ich glaube, die hat erst 200 Hektar drauf oder was. Die habe ich mir jetzt mal ausgeliehen. Und damit werden wir heute und morgen mal ein bisschen unser Grünland traktieren. Hat eine Seeeinrichtung mit drauf. Relativ groß, da kriegt man irgendwas neu. Jo, dann gucken wir jetzt mal, was das Ding in der Praxis taugt. Also klar, Steyr hat schon zu kämpfen. Also man merkt hinten das Gewicht schon. Das Ding ist mordschwer. Jo, wird aber was schaffen. Hat schon Schwereres geschafft. Jo, dann wollen wir mal ein bisschen Saatgut in das Ding reinpacken. So, noch kurze Abdrehprobe und dann geht's auch schon los. Thank you.
Das heutige Thema ist die Wiese striegeln. Es ist Sonntagvormittag. Die Tiere sind versorgt. Es ist fast keine Wolke am Himmel. Die Sonne lacht. Der Bauhauer auch. Und jetzt geht's darum, die restlichen Grünlandflächen zu striegeln. Gestern habe ich schon ein bisschen angefangen, um das Ding auszuprobieren. Also es läuft hervorragend. Gefällt mir sehr gut, die Maschine. Und jetzt, wie gesagt, geht's an den Rest. Da nehme ich auch mal das tolle Fluggerät mit, denn bei so einem Wetter lassen sich natürlich wunderbare Bilder aufnehmen. Also gut, Attacke, rein in den Steuer. Jo, man merkt ganz deutlich, dass der Striegel ein gewisses Eigengewicht hat. Deswegen ist der Steuer von Gewichtstechnik her an seiner Grenze. Also man sollte, denke ich, mindestens 75, 80 PS am Striegel hängen haben, damit es auch von der Gewichtung her ganz gut hinhaut. Gut, es geht so zu fahren, aber schön ist anders. Dauerhaft macht es so keinen Spaß, braucht man eine Nummer stärker. Jo, dann lassen wir den Kübel mal runter. Ich schau mal, ob ich euch da raus zeigen kann. Schönes Zipfel. Das gute Stück hat ja eine Transportsperre. Ganze putzen hier mit Schwimmstellung, dann sind die Seitenteile flexibel, können sich den Boden und nebenbei anpassen. Wir setzen uns ums ab. Gut. Da auch schwimmend. Jo, und dann sagen wir mal den Steuergerät, was ist denn alles machen soll. Ich wähle meine Fahrgeschwindigkeit im üblichen Gelände mit 7 km/h. 7 bis 8. Er regelt ja dann selbstständig den Durchfluss rauf oder runter, je nachdem, wie viel man abweicht von der Einstellung. Okay, dann schauen wir den. Wir starten hier im Gelände. Das hat er auch. Und dann vorne einfach mal weiter.
heute möchte ich euch mal unseren neuen Polaris Ranger XP1000 vorstellen. Das Ding hat so einiges zu bieten, was man mal separat erklären kann. Das ist unser Polaris Ranger 1000 XP in der ABS-Version. Also Maschine mit Anti-Blockiersystem. Das gute Stück hat einen flüssigkeitsgekühlten Zweizylindermotor, Viertakt versteht sich, mit 82 PS. Und diese 82 PS machen bei 710 Kilo Trockengewicht ordentlich Spaß. Ja, ich zeige euch mal schnell das kleine Motörchen. 1000 Kubikzentimeter hat er. Polaris Pro Star Motor. Ja, versteckt sich unter der Ladefläche. Die Ladefläche ist kippbar. Das heißt, hier hat eine Riegelung. Man kann dort jede Menge Schüttgut aufladen und auch abkippen. Die Klappe ist aufzumachen. Auf der Ladefläche darf man 495 Kilo transportieren. Also man kriegt ganz ordentlich was weg. Das ist ein richtiges Arbeitsviech. Und das habe ich natürlich in den letzten Tagen auch schon ausgiebig getestet und auch schon Gebrauch davon gemacht. So, wenn dann die Sache gekippt war, geht man einfach hier und mache ich hier das Ganze wieder. Zack, wunderschön. Wie man das sieht, hinten LED-Beleuchtung. Vorne LED-Beleuchtung. Also das Modelljahr 2021 ist das, das aktuelle Modelljahr. Die Maschine hat eine elektronische Servolenkung, also mit diesem Lenkrad ist man über Stock und Stein richtig locker unterwegs. Es fährt sich quasi wie ein Go-Kart. Also wirklich toll mit dieser Servolenkung. Das Ganze hat Automatikantrieb. Man sieht hier, parken rückwärts, neutral, low für Zugarbeiten oder schweres Gelände oder steile Hänge und high für Straßenbetrieb und Hochgeschwindigkeit. In dieser Version hat er drei verschiedene Fahroptionen. Das wäre einmal der Allrad zuschaltbar, serienmäßiger Heckantrieb und einen gesonderten Sperrbetrieb, Endsperrbetrieb, das hinten Einzelradantrieb ist, um zum Beispiel eine Grasnarbe zu schonen. Das heißt, wenn ich damit über den Vorgarten bretter, habe ich, wenn ich lenke, keine großen Kampfspuren. So habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich habe keinen großen Ziergarten und ja, der ist bei mir bisher nur am Feld unterwegs und im Wald. Wir haben jede Menge Getränkehalter und zwar 6 Stück an der Zahl. Ein langer Arbeitstag mit großem Durst kann also kein Problem mehr darstellen. Auch für Staumöglichkeiten gibt es jede Menge. Große Fächer, Ablagen, abschließbares Handschuhfach, wasserdicht natürlich alles gekapselt. Und wenn einem das noch nicht reicht, haben wir noch die Möglichkeit, die Beifahrerseite einfach nach oben zu klappen. Da haben wir dann also noch ein kleines Fach. Ups, das ist heu. Da haben wir noch so ein kleines Fach. Kann einen anderen Griffskraft da unterbringen. Und hat hier noch eine Möglichkeit, was Großes unterzubringen. Sei es der Hund, sei es ein Kalb, sei es Werkzeug, sei es Eimer, sind es Pfosten. Damit kann man wirklich alles wegtransportieren und hat da ordentlich Platz. Und wenn dann eben wieder 3 Leute, denn für 3 Leute ist die Sitzbank gedacht, herunsitzen sollen, kommt man einfach wieder runter. Wunderbar. Jede der 3 Positionen hat einen 3-Punkt-Gurt. Logisch.
und ist somit eine sichere Fahrt für alle Beteiligten. Kommen wir mal etwas zu den technischen Daten. Und zwar, Servolenkung habe ich schon erwähnt. Wir haben hier einen Federweg. Man sieht schon, schaut schon robust aus. Von 27,9 cm, also knapp 28 cm Federweg. Und eine Bodenfreiheit von 33 cm. Also da sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Da kommen wir eigentlich überall durch. Zumindest dort, wo ich bisher durch wollte. Im Heck versteckt sich dann das nächste Arbeitsfeature, und zwar eine Anhängerkupplung. Die ist für Standard-Pkw-Hänger, 55er-Kupplung. Wir haben hier eine Stützlast von 100 Kilo und eine Zugfähigkeit von 1134. Gebremst, ungebremst 750. Also man kann damit auch wunderbar Hänger fahren. Und das habe ich auch schon getestet. Funktioniert top. Zu der Ladefläche ist noch zu sagen, man bringt dort wunderbar eine Europalette drauf. Denn die Abmessungen von der Ladefläche sind mit 1,37 Meter auf 93 extrem groß. Und nachdem im Modelljahr 21 auch noch die Seitenwände erhöht wurden, kriegt man da richtig, richtig gut Ladung drauf. Wie gesagt, 500 Kilo knapp, kann man nicht meckern. Also wirklich top. Wenn man jetzt dann doch mal unterschiedliche Fahrer hat, kann man den Fahrersitz einstellen. Und zwar in der Höhe, sowie auch in der Länge verschiebbar. Hinten und vorne. Wie man so sieht, Dreipunktgurt an allen Sitzplätzen. Sicherheit geht vor. Der ganze Stauraum, der hier noch verbaut ist, hat ein Fassungsvermögen von insgesamt knapp über 50 Liter. Also man bringt auch gut Gepäck weg, ohne dass man jetzt die Ladefläche dafür hernehmen muss, sondern auch einfach nur in der Fahrgastzelle. Ja, und weil man als Fahrer nicht nur die Sitzposition einstellen muss, kann man hier bei Polaris Ranger auch das Lenkrad in der Höhe verstellen. Also man kann sich das so einrichten, wie man es denn braucht. Auch das Cockpit, sprich die Instrumente, sind optisch, finde ich, einwandfrei gelöst worden. Es ist eine schöne Mischung, eine ansprechende Mischung aus digital und analog. Ich mache es mal kurz an. Man sieht es, schlägt einmal kurz aus. Man hat den Drehzahlbereich, man hat die Geschwindigkeit. Das Ganze kann man auch nochmal digital abrufen. Hat im Bordcomputer alle möglichen Funktionen und Informationen, die man abrufen kann. Ja, die Anzeige, welcher Gang drin ist, welcher Fahrmodus drin ist. Also alles super übersichtlich. Man könnte sogar noch die Beleuchtung von blau auf rot umschalten, wenn einem das dann mehr zusagt. Passend der Außenfarbe vielleicht, ich weiß es nicht. Also mir ist es relativ egal. Aber man hat super Übersicht. Auch bei heftigerer Fahrt hat es immer toll im Blick, ist immer gut ablesbar. Wenn man im Polaris Ranger bei Fahrtantritt der Fahrer nicht angeschnallt ist, regelt sich die Leistung auf maximal 20 km/h herunter unter Pfeifen und Protest der Maschine. Also Sicherheit, ganz großes Feature. Jo, wie schon angesprochen, den Ranger hier haben wir in Burgundi Metallic, nennt sich die Farbe. Schaut extrem gut aus, also in der Sonne, man sieht's, glitzert, schaut echt super gut aus. Man kann sich das Ganze, natürlich auch die Preisinformationen, auf der offiziellen Website von Polaris Deutschland mal angucken. Da gibt's dann auch die verschiedenen Modelle, die verschiedenen Fahrzeuge. Ich meine, Polaris hat nicht nur den Ranger, die haben auch jede Menge anderen abgefahrenen Scheiß. Also das sind richtig, richtig coole Maschinen, die da haben. Wir haben uns für den Ranger entschieden, weil das für uns der beste Kompromiss ist aus Fahrspaß, Arbeitsalltag und Vielseitigkeit. Also ich meine, das Ding ist die eierlegende Wollmilchsau und passt wie die Faust aufs Auge zu uns. Genau sowas brauchen wir. Wir haben hier auch die Standardversion der Kabine. Die Kabine gibt es in verschiedensten Versionen, also Standard, da ist weder Frontscheibe noch Dach noch sonst irgendwas drin. Die Türen sind dann diese Offroad-Netztüren, die man, wie ich euch mal zeigen kann, da ganz einfach einhakt und dann da schließt. Gegen Herausfallen oder gegen Steinschlag ist es der minimalste Schutz. Es gibt das Ganze auch noch, also es gibt ja irre, was es da an Ausrüstung gibt. Es gibt Frontscheiben. Allein da, glaube ich, gibt es, ich hoffe, ich sage es richtig, 3 verschiedene, 4 verschiedene, eine halbhohe.
eine komplett geschlossene. Eine zum Klappen. Eine aus Echtglas, eine aus Polycarbonat, was weiß ich. Es gibt die Vollkabine auch noch Türen. Das heißt, aus diesem Material mit Fenstern. Die gibt es sogar mit elektrischen Fensterhebern. Es gibt eine riesige Soundanlage, die man sich in den Dachhimmel reinzaubern kann. Es gibt natürlich auch noch dieses Multimedia-Navigationszentrum, was dann da in der Mitte drin ist, das Ride Command von Polaris. Ist den größeren Ausstattungslinien vorbehalten. Aber man sieht, es gibt keine Grenzen. Hinten die Aufbauten ja sowieso. Was es da an Racks und Halterungen und Zeug gibt, es ist der schiere Wahnsinn. Also man kann sich seinen Ranger so konfigurieren, wie man möchte. Also das ist der absolute Hammer. Jetzt machen wir uns erstmal mit der Basisversion vertraut und gucken mal, wie er sich so im Alltag auf Langzeit schlägt. Wir haben das gute Stück jetzt zum Langzeittest hier und können dann am Ende unserer Testperiode dann auch mal ein Resümee dazu geben, wie zufrieden dass wir mit waren und ja, was denn für Aufgaben möglich sind und was man damit alles so Schönes treiben kann. Das seht ihr dann immer wieder in den Vlogs. Ich denke, den werde ich oft im Einsatz haben, denn das ist jetzt ja für uns die Allzweckwaffe in puncto Weidebau, Weidekontrolle. Das Aufgabengebiet ist schier unerschöpflich. Das ganze Ding steht auf wunderschönen 12 Zoll Alufelgen und hat eine ziemlich griffige, aggressive Offroad-Bereifung drauf, die im Gelände wirklich sich durch den gröbsten Dreck durchwühlt und auf der Straße auch super Fahrkomfort bietet. Also da lässt sich jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Schauen wir uns mal kurz an. Da steht der Polaris Ranger drin. Den muss ich jetzt dann übernächste Woche wieder zurückbringen. Also der Test vom 2021er Modell endet. Vorher muss ich dann nochmal schön säubern. Denn ja, wir haben dann ganz schön zugesetzt in Bezug auf Einsatz- und Langlebigkeitstest. Der muss jetzt erstmal gewaschen werden. Und dann kommt auch gleich das Modell hier 22. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich euch das antue und Time to Say Goodbye sing. Aber mein Gesang ist jetzt nicht der beste. Deswegen lassen wir das und ich sage ganz einfach, was ich mache. Ich fahre jetzt meinen inzwischen heiß geliebten Polaris Ranger auf den Hänger. Denn der verlässt uns heute wieder. Das war das Modelljahr 2021. Wir haben ihn super ausgiebig getestet und sind zu dem Fahrzeug gekommen, dass wir gerne das 22er Modell natürlich auch wieder am Hof hätten. Das 22er Modell lässt noch ein paar Tage auf sich warten, denn aus bekannten Gründen ist es momentan ein bisschen schwierig mit Logistik und so. Aber das macht ja nichts. Der geht heute wieder zurück. Den fahre ich zum Händler, wo man einen Polaris gebraucht dann wieder verkaufen kann. Jetzt habe ich mir dazu noch ein kleines Hängerchen wieder organisiert. Nachdem ich keine Rampen habe, die das Ding halten, fahre ich da über den Hügel wieder rein. Und ja, so soll es werden. Was ich jetzt natürlich noch brauche, ist der Zündschlüssel für den Polaris. Ich zeig mal ganz schnell den Traktor. So, habt ihr was gesehen? Ich hoffe nicht. Wir sind in göttlicher Mission unterwegs. Und zwar wird der Rasenmähtraktor fürs Rennen fertig gemacht. Jetzt haben wir inzwischen unser Herz dafür gekriegt. Es ist eine echte Rakete, also 50 Kubikzentimeter, Zweitakter-Power. Das ist vom alten Roller. Das wird das Ding über die Ziellinie fliegen lassen. Und da können die anderen von hinten unsere Lichter angucken.
So ist der Plan. Ja, jetzt versuchen wir mal den 50er hier einzubauen. Und wenn wir dann noch eine gute Übersetzung machen, vielleicht immer auch die Originalkeilriemen umlenken, dass wir möglichst wenig Arbeit haben. Und dann geht es ab wie Sau, das Ding. Das wird die echte Rennmaschine. Greifen wir es an. Wie sieht das früher, ne? Unity, wissen wer der Hauer ist? Immer noch derselbe Bauer, bist du du und dein Christina, ihr war der Heiletrick. Wissen wer der Hauer ist? Der aufmerksame Zuschauer wird wahrscheinlich wissen, wo ich gerade bin, denn das hat man alles schon mal und was ich da gerade tue. Tja, richtig, ich hol meinen neuen Polaris Ranger Modell 22 ab. Da habe ich mich jetzt herfahren lassen von Frau Highland und jetzt schauen wir da mal rein. Brauchen wir natürlich einen Mundschutz und gucken mal, wo der neue Ranger ist. So, da steht er nun, der 22er Ranger Polaris XP 1000 und zwar im schönen Phantomgrau mit Schneeräumschild. Gerade habe ich die Anweisung erhalten, ich bin richtig gespannt, jetzt kann es schneien von mir aus, hinten drauf noch extra Cargo-System und. Die Details, die werden wir uns dann einfach noch mal im separaten Video anschauen, denke ich. Da gibt es jede Menge Zeug, was man erklären kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es denn heimwärts auf der Landstraße mit Schneeräumschild fährt. So, an der Stelle auch noch mal ganz herzliches Dank an die Firma Bader. Das ist alles so reibungslos und toll mit der Übergabe funktioniert. Ich sattel jetzt die Hühner, packe meine 7 Sachen und dann geht's gen Heimat. So, das war jetzt ein langer Ritt über die Landstraße heim, aber da steht er jetzt nun, ne? Wie gesagt, ich mache da mal ein separates Vorstellungsvideo, morgen bei Tageslicht, werde ich mir das Ding mal ganz gemütlich in aller Ruhe anschauen, die ganzen Funktionen mal austesten. Das Räumschild, glaube ich, muss man auch einstellen, so wie ich das mitgekriegt habe noch und ja. Ja, gucken wir dann morgen mal. Ich komme gerade vom Hauptjob und hier schneit es ein bisschen, deswegen darf der gute Polaris Ranger jetzt mal zeigen, was er kann. Denn der Winterräumdienst war noch nicht herunter in Pullendorf und wir haben in Pullendorf so eine extreme, das zeige ich dann später mal, so eine extreme S-Schikane runterwärts, wo man, wenn es nicht geräumt ist, eigentlich mit dem Auto weder rauf noch runterkommt. Und da fahre ich jetzt gleich mal rauf, räume bei uns frei, räume beim Nachbarn noch frei und ja, werde gleich mal schauen, was das Ding so im Einsatz taugt. Jetzt steige ich mal zur Seite, denn ich müsste einmal kurz, hier ist blöd, glaube ich, müsste einmal kurz die Polaris schneefrei machen. Da müssen wir unseren kleinen Besen holen. Schauen wir, im Ford habe ich bestimmt einen drin. Der Ford ist eigentlich immer ausgerüstet. Jo, da ist er. Ja, machen wir mal ein bisschen fresh. So. Verkehrssicherheit geht vorne. Jetzt lassen wir uns die Bude mal an. Lassen wir mal ein bisschen kurz warm laufen. Wenn wir die Scheibe frei machen, habe ich da schon was an. Dann machen wir mal an. Boom. Scheibenwischer, darf zeigen, was er kann. Läuft. Schick, 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 schick. Sprit ist drin. Kann das Ding mal zeigen, was es kann. Arbeitsscheinwerfer brauchen wir gerade nicht. Jo, da schnalle ich euch mir jetzt mal einen Kürbis oben dran. Mit der Kürbiscam wollte ich schon sagen, mit der Dings, mit der Stirnkamera. Oder haben wir dann eine Möglichkeit, dass wir das hier irgendwo dran machen? Schauen wir mal. Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart.
was mache ich jetzt nach Feierabend? Ich war kurz mit der Lotte noch in der Hundeschule und heute kam eine Amazon-Bestellung und zwar so ein Reparaturset für Dellen und Beulen und Blechverformungen im Auto aller Art. Das ist relativ günstig. Ich denke, das ist günstige Asiatenware, aber wir probieren es einfach mal. Das Instrument habe ich jetzt zusammengebaut. Das erinnert mich ziemlich stark an ein Instrument, das ich aus dem OP kenne. Und zwar wird das unten eingeklebt mit dem Teil und dann so rausgeschlagen mit dem Gegengewicht. Kenne ich aus dem OP. Mit sowas baut man nur mal größer Hüftgelenke und Nägel und sowas in der Richtung aus. Jo. Da ist noch diese kleine Delle drin. Da werden wir jetzt mal ansetzen. Mal schauen, wie das funktioniert und wie ich mich dabei anstelle. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Das gucken wir jetzt einfach mal. Erstmal brauchen wir ein bisschen Strom für die Heißklebepistole. Gebrauchsanweisung habe ich jetzt auch nicht gelesen. Erstmal ist sie nicht so geil verständlich. Und wer die Gebrauchsanweisung liest, ist zu faul zum Ausprobieren. Oder wie? Das ist, glaube ich, ein Neuspruch. Den können wir mal so etablieren. Heißt doch immer Learning by Doing, ne? Also, probieren wir einfach mal aus. Einmal die Kabel drunter hinterherziehen, die kleine. Und dann schauen wir uns mal an, wie das so funzt, das Ganze. So, jetzt natürlich auf den Lack legen. Wäre doof. Halte ich damit einer Hand fest. Ich nehme euch mal auf die Stirn. So, dann schnappen wir uns da mal die Heißklebepistole. Also, das ist jetzt nicht eine, die im Set dabei war, sondern die haben wir daheim gehabt, so eine kleine Bastel-Heißklebepistole von meiner besseren Hälfte. Da ist natürlich Knoten drin. Das ist nichts für den Autisten. Das muss ohne Knoten. So, einmal angesteckt. Und dann kleben wir mal, kleben wir es trotzdem auf, stellen wir es trotzdem mal da drauf. Ist ja auch ein Nutzfahrzeug, ne? Und jetzt lassen wir die mal aufheizen. Und kleben dann das größte Pad, was wir da haben. Einfach mal da mittig auf. Und schauen mal, ob wir uns das Ding herausziehen können. So, jetzt ist das Ding da drauf geklebt. Habe ich jetzt natürlich nicht mitgefilmt, weil ich wieder mitgedacht habe. Aber jetzt probieren wir das mal aus. Also das Ding ist jetzt mittig da in diese Beule reingeklebt. Und dann hängt mir das da unten, glaube ich, so ein. Und haut man so leicht dagegen. Und es hält ganz schön was aus. Wie man sieht, das geht auch wieder wunderbar ab vom Lack. Aber mit einem gewissen Widerstand. Ja. Ja, das wiederholen wir jetzt noch ein, zweimal, schön zärtlich. Aber zärtlich kann der Bauhauer ja, ne? Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also, coole Nummer, das Teil. Kann ich empfehlen. Wer da eine Delle hat, ist das auf jeden Fall mal gut. Fraglich ist, wie man das dann wieder rauskriegen soll. Ob das Ding für immer verloren ist. Nee, das lässt die ja cool rausbauen. Ach, das ist eine feine Nummer. Also, das ist eine feine Nummer. Das entsorgen wir jetzt einfach, bevor es der Hund frisst. Und dann machen wir das gleich jetzt nochmal. Und dann sollte die Delle eigentlich draußen sein. Jetzt wird es schon schwierig zu sehen, wo das ist. Aber kriegen wir hin. Also nochmal diese kleine Heißklebepistole anstecken. Ich glaube, ich muss mir noch mal größere kaufen. Man kriegt da schon recht wenig Kleber auf einmal raus aus so einem kleinen Bastelteil. Aber die sind ja, glaube ich, nicht teuer. Mal beim großen Online-Händler schauen, was sowas kostet. Jo, das sieht schon mal sehr gut aus. Da haben wir noch eine kleine Stelle, das machen wir jetzt noch einmal. Und dann sind wir durch mit der Nummer. Definitiv. Der Ford kriegt jetzt ein bisschen Liebe und Fürsorge. Ich habe schon mal die Trittbretter runter gemacht, die da unten dran sind, denn die werden jetzt mit diesem Raptor-Lack bezogen. Hoffen wir, dass das ein bisschen besser hält, als das wir vorher gemacht haben. Und zwar kam das heute, also da kriege ich jetzt kein Geld dafür, ist keine Werbung, ich werde es einfach mal ausprobieren. Das ist ein Haftvermittler und das ist die entsprechende Beschichtung. Das ist eine Zweikomponentenbeschichtung, die ist 60 Minuten verarbeitbar. Gibt eine raue, kratzfeste, sehr, sehr stabile und auch hübsche Oberfläche. Also das schaut schon sehr robust aus. Damit werde ich dann den Trittbretter lackieren. Vorne diesen komischen Plastik
Zeugs hier unten. Ist auch, nee, ist gar nicht aus Plastik, ist aus Alu. Deswegen hält es wahrscheinlich so schlecht, das Herkuliner. Und was ich jetzt mal mache, ist die Winterpuschen runter, denn geschlossene Schneedecke werden wir nicht mehr kriegen. Und die Allterrain-Reifen, die ich drauf habe, die sind auch Winter zugelassen. Also bei kaltem Wetter kein Problem, die sind schön weich. Deswegen bauen wir jetzt mal drauf. Zeitgleich schaue ich gleich hinten mal unter die Trommelbremse drunter. Denke ich vermute, dass wir da neue Bremsbacken brauchen. Ich check vorne mal die Belege. Dann irgendwo ruckelt's und rubbelt's, wenn man fährt ganz leicht im Gasfuß, im Bremsfuß. Im Bremsfuß. Das ist der andere, ne? Das muss der linke sein. Aber Bremse tritt man mit rechts. Also ist der Bremsfuß auch gleichzeitig der Gasfuß. So, die Weiße haben wir jetzt mal fertig. Und ja. Ja, das sind Kleinigkeiten. Der Unterboden rostet natürlich. Da habe ich mir jetzt ein bisschen Zubehör bestellt, dass wir den Rost frei kriegen. Und ich mache jetzt immer so ein bisschen was nebenbei. Weil viele schon gefragt haben, ja, wie schaffst du das nebenbei? Muss halt einfach sein. Das ist einfach nur der gewisse Werterhalt, damit uns die Karre einfach nicht unterm Hintern weggammelt. Denn Konservierung, Rostschutz, Haltbarkeit, Fehlanzeige beim Südafrikaner. Einfach Fehlanzeige. Deswegen Werterhalt. Bisschen Liebe, bisschen Fürsorge. Für kleines Geld beim Mittelchen, ein bisschen Lack und sowas. Und dann natürlich die Ersatzteile wie Bremsen. Ich habe am Ranger ein bisschen weiter gemacht. Unten diesen Untervorschutz da. Also mit Unterfahrschutzblende, das ist ja kein wirklicher. Mal mit Raptor Lack bearbeitet. Und die Trittflächen natürlich auch. Jetzt zeige ich mal, die sind da oben zum Trocknen. Also hier, da sind sie. Das hat wenigstens so eine plastische Kunststoffoberfläche von der Optik her. Schaut halt eben aus wie so eine Dinosaurierhaut, deswegen Raptor Lack. Also so, was man sieht. Ich finde, das schaut ziemlich geil aus, das Ergebnis. Mal schauen, ob es jetzt länger hält als der Herkuliner. Was ich noch gemacht habe, ist die Rückleuchten rausbauen. Da haben wir ein bisschen Kondenswasser und Schwitzwasser, wie die letzte Zeit gehabt. Da war durch den Frost und tagsüber Sonnenschein ein bisschen Schwitzwasser. Ich habe es aufgemacht, also kann das jetzt mal ausdampfen hier. Werde es gleich mal ein bisschen reinföhnen, um es zu trocknen und baue es wieder an. Gleichzeitig alle so versteckten Sachen mal wieder kontrolliert, ob da irgendwo Rost ist, aber da ist alles noch Wachs und Fett. Da habe ich ja mal die ganzen Hohlräume ausgesprüht gehabt und da ist da auch noch ein bisschen was drin. Also das hat ganz gut gehalten, sieht man richtig schön. Und dann kann man heute Abend noch die Trittbretter wieder anschrauben. Dann ist es soweit gut, dann kann man sich mal um den Unterboden kümmern. Bremsen sind soweit auch wieder cool. Und jo, die Allterrain-Reifen, die BF Goodrich sind noch die Saison ganz gut. Wir haben noch knapp 8 mm Profil drauf. Das ist ganz schick. Also es sind noch keine Straßenreifen. Aber auch nicht mehr so ganz das frische Offroad-Profil. 2 Jahre heftige Benutzung und viel Straßenfahren natürlich. Ich fahre überwiegend Straße damit. Hinterlassen auf dem Profil doch seine Spuren. Das ist recht weiche Gummimischung. So, heute am Dienstag habe ich jetzt beschlossen, beim Ford den ABS-Sensor zu wechseln. Denn das war dann sporadisch mal wieder ab und zu da. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, her damit, bevor der Fehler ständig ist. Und jetzt ging er dann auch nicht mehr weg zum Schluss, deswegen habe ich gesagt, oh, wir bauen das Ding aus. Jetzt habe ich ihn schnell aufgebockt, den Ford, und habe gedacht, ich wechsle das einfach mal schnell. Das Originalteil von Ford habe ich da. Kostet 100 Steine, das ist der Sensor. Gut, dann habe ich das abgeschraubt. Ich dachte, auf die Schnelle, 5 Stunden, 20 Minuten. Dann steckt der unten, da, weiß ich nicht, muss ich, da, genau, da steckt der ABS-Sensor so drin und ist dann so verschraubt. Und ich habe ganz vorsichtig gezogen, weil ich gedacht habe, die Spitze vorne vom ABS und so, das ist aus Kunststoff. Nicht, dass er abreißt. Ja, just gedacht, zack. Abgerissen. Aber ich habe mir dann geholfen, indem ich in den Plastiknupsi, der dann natürlich in der Bremse drin versenkt war, in der Achsnabe, eine Schraube reingejagt, eine Holzschraube, dass das Ding gut Griff hat. Und habe es dann mit dem Ausschlagwerkzeug von Bollenset einfach rausgeholt. So, kurz unterbrechen müssen. Schauen, dass die Leute nicht unter die Müllabfuhr rein. Ne? Alter Wachhund, dich geht da alles was an. Ja, wo war ich? Genau, ich habe das als Ausschlagwerkzeug benutzt, was ich von diesem Bollenset damit habe. Und habe dann die Schraube mit einem Hauruck raus, inklusive dem abgebrochenen Sensorstück. Also super. Man sieht es dann auch, dass das Ding ziemlich verkrustet ist vorne. Also ja, das wundert mich nicht, dass das nicht mit rausging. Das wird wahrscheinlich auch der Fehler vom Sensor sein. Jetzt hängt der alte da noch drin. Dann muss da oben noch die Klammer abgeschraubt werden. Dann kann man den Stecker auseinandernehmen und abstecken. Und dann ist es jetzt wirklich eine schnelle Nummer. Einfach bloß noch den neuen dann anstecken. So. Ursprünglich ging von 20 Minuten aus. Durch die Aktion hat es halt jetzt eine Viertelstunde länger gedauert. Naja, ist halt so.
Wenn ich natürlich werkseitig solche Steckverbindungen sehe, da oben mit den kleinen Litzen, die da so geknickt dran hängen, ungeschützt, wundert mich ja eigentlich nichts mehr, ne? Okay. Also, bauen wir den neuen ein. Hoffen, dass es am Sensor lag, weil das ist ja das fahrzeugseitige Steckerteil. Wenn wir das tauschen müssen, wäre doof. Gut, sind bloß zwei Litzen, aber da habe ich den Stecker nicht vorrätig. Müsste ich mir dann erst besorgen. Gucken wir mal, was wird. So, jetzt sitzt das Ding drin. Also, wenn es nicht abgebrochen ist, ist es eine schnelle Nummer. Ein paar Clips überschrauben, zack, fängt fertig. Kommt ja zum Glück alles mit, was an Befestigungsmaterial notwendig ist. Darf beim Preis ruhig auch sein, finde ich. Und ja, dann bauen wir das Rad wieder dran. Lassen eine Runde und gucken, ob die Fehler weg sind. Wenn sie nicht weg sind, kann es sein, dass ich den Fehlerspeicher noch auslesen und löschen muss. Das mache ich mit Vorscan, hänge ich meinen Adapter dran und den Laptop und dann lösche ich das dementsprechend. Und dann soll es ja eigentlich gut sein. In der Theorie. Wir schauen mal, wie es in Wirklichkeit ausschaut. Ja, weil wir gerade dabei sind, an die Profis und euch. Also wie man so sieht, der Ranger, der rostet ganz gut, gerade an den Schweißnähten. So, die ganzen Aufhängungssachen, das ist alles recht bräunlich. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm beim Nutzfahrzeug, aber ich möchte, dass er ein bisschen länger hält und wollte dann jetzt den Winter, nicht den Winter, dieses Jahr, einfach mal ein bisschen konservieren. Jetzt ist meine Frage an die, die sich auskennen. Was macht mehr Sinn? Trockeneis strahlen und anschließend sauber versiegeln und ja, Riesenarbeit, Riesenaufwand, Riesenkostenfaktor. Wenn ja, kennt jemand gute Firmen, geeignete Firmen, die das machen bei uns in der Nähe, also Oberfranken? Oder würde es reichen, wenn ich alles mit Fatan Rostumwandler einsprühe? Das ist ja alles relativ oberflächlich, Rost ist ja nichts durchgerostet. Und wenn das dann umgewandelt ist, beziehungsweise Rost gestoppt ist, dann dementsprechend versiegelt. Und ich meine, der wird jetzt keine 20 Jahre halten, der Ranger. Da denke ich, das ist ein Nutzfahrzeug, der wird irgendwann das zeitliche segnen. Ob jetzt mit Trockeneisstrahlung und Riesenaufwand oder mit dem kleinen Aufwand. Also wer da was weiß, gerne mal unten in die Kommentare. So, wir checken. Einmal Zündung an. Er bringt es immer noch. Könnte natürlich auch die andere Seite sein, die erst gewechselt worden ist. Da halten wir nochmal Rücksprache mit der Werkstatt, denn ich denke, da gibt es eine Garantie drauf. Ne? Ich hänge jetzt zwar nochmal den Laptop an, um es auszulesen und Fehlerspeicher zu löschen, aber ich denke nicht, dass es dann damit behoben ist. Mist! Tja, wenigstens haben wir jetzt einen neuen Sensor auf der linken Seite. So, jetzt nochmal mit dem Laptop und dem Interface den Fehlerspeiker ausgelesen. Also jetzt zeigt mir definitiv die Fehler an. Aber wenn ich sie zurücksetze, kommen sie wieder. Das heißt, der Fehler ist nicht behoben durch den neuen Sensor. Und allein an den Codes werde ich jetzt nicht schlau, welcher das dann ist. Da muss ich jetzt dann mal die Jungs in der Werkstatt bemühen. Ich tippe mal drauf, dass der schon eingebaut worden ist, von defekt ist. Ich weiß nicht, ob sich da jemand auskennt. Ungültige Daten vom Steuergerät, ABS empfangen, ja klar. Aber welche das ist, da schweigt er sich jetzt aus. So, der zuständige Werkstattmeister meint, das anhand vom Fehlercode, also U-Fehler, den es da ausliest, könnte es auch sein, dass die Batterie nicht genug Spannung hat. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wir haben in den letzten Tagen auch große, lange Strecken gefahren, also nicht bloß Kurzstrecke, und ich soll mal die Batterie durchladen. Was das damit zu tun hat? Ich bin kein Fachmann. Ich mache einfach, wie mir gesagt wird. Und dann werden wir sehen, ob das was taugt oder nicht. Aber ich tippe darauf, dass wir morgen damit in der Werkstatt stehen. Aber mir ist gerade so eingefallen, bevor ich jetzt so lange rumlade und morgen schaue und sonst was, ich messe halt einfach mal die Spannung von der Batterie. Die zeigt mir dann an, wie voll das Ding ist. Und dann, wenn sie voll genug ist, dann kann es daran nicht liegen. Dann werden wir einfach mal in die Werkstatt fahren. Wir sagen, wir haben, was stimmt mit dem nicht, 11,9.
könnte schon mehr sein, ne? Wenn wir da jetzt gerade mal dabei sind, lassen wir doch mal die Karte an und schauen, ob die Lichtmaschine ordentlich funktioniert, wenn ich schon gerade am Messen bin. Das habe ich ja beim Nissan damals öfter gehabt, ist den Fehler und das Problem, dass der irgendwann nicht mehr gescheit geladen hat. Schauen wir doch gleich mal, ob mit der Lichtmaschine alles passt. Passt. Ich würde sagen, Lichtmaschine lädt ordentlich durch. War jetzt mal ein zweiter Gedankengang gleich, wenn er sagt, dass die Batterie hätte kritisch sein können, ob dann die Lichtmaschine überhaupt ordentlich lädt. Aber das tut sie, wa? Also, schaut mir aus. Ich hänge jetzt trotzdem das Ladegerät dran. Morgen früh, wenn der Fehler immer noch da ist, dann lag es nicht an der Batterie. So, den Kübel jetzt mal angesteckt. Jetzt lädt er. Schauen wir mal, wenn er ganz voll geladen ist, dann löschen wir nochmal den Federspeicher durch. Und ja, dann haben wir das Projekt für heute auch mal abgeschlossen. Aber nicht zu meiner Zufriedenheit. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest, wenn irgendwas nicht zu 100% abgeschlossen ist. Also wenn ich sowas anfange, dann anfangen und durchziehen, bis es fertig ist. Aber gerade habe ich keine andere Wahl. Ne? Dann tun wir dabei mal den Laptop damit ins Auto packen. Das habe ich dann später dann zum Auslesen. Und jo. So viel dann zu dem Thema, mal schnell den ABS-Sensor wechseln. Ne? Dreckskarre. Jetzt werden sich einige fragen, was zum Geier ist es? Aber viele unserer treuen Zuschauer haben das bestimmt im letzten Jahr schon mal gesehen, das Gerät. Denn da hat man das einmal zum Testen hier. Die Firma Knallmann Gerätebau stellt mir das jetzt für diese Saison zum Testen zur Verfügung. Das heißt, diese Saison werden wir komplett mit dem Gerät arbeiten und es auf Herz und Nieren prüfen und natürlich auch immer kundtun, wie unsere Erfahrungen damit sind. Also sind wir riesig gespannt. Das ist der Zaunkönig. Ein Mähwerk zum Ausmähen von unseren Wolfschutzzäunen. Und das hat man eben zum Testen da und es hat super funktioniert. Und aufgrund dessen wollen wir das dann mal im harten und längeren Gebrauch sehen und werden euch das dementsprechend auch zeigen. So, jetzt packen wir mal hier den Kunststoff weg. Dann brauchen wir mal ein Messer. Maschinenstand sagt, ja. So, da ist er nun, der Zaunkönig. Also wie man so sieht, schöne, kompakte, kleine Maschine, wiegt um die 280 Kilo oder was ich jetzt im Kopf habe. Ich habe gesagt, ich brauche ihn für den Dreipunktanbau, denn ich will dann am Steuer hinten betreiben. Der liegt jetzt zwar zur anderen Seite aus, als ursprünglich geplant war, aber macht ja nichts. Dann nehmen wir halt auf die linke Seite, ist ja völlig in Ordnung. Genau. Das gibt es nämlich auch noch in Frontanbau, also für Frontlader, für Hoflader, für das ganze Zeug.
Und wir wollen das mit dem Steyr fahren und da im Heck, denn damit haben wir beim letzten Mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein dreiteiliges Tellermähwerk mit hier Klingen, wie man es vor jedem Tellermähwerk kennt, Scheibenmähwerk. Und außen hat er noch stabile Kunststofffäden. Ich erläutere das einfach jetzt mal kurz, das werden wir in der Praxis natürlich noch definitiv mehr sehen. Wenn man an den Pfosten dran fährt, hat man hier noch Abstand zur Messerklinge, dass diese Messerklinge A nicht kaputt geht und B nicht den Pfosten beschädigt. Man will aber trotzdem am Pfosten noch mähen. Erledigt dann hier das flexible Zeug, wie so Rasentrimmer für den Garten, nur ganz Portion kräftiger. Und schneidet wirklich auch um den Pfosten alles sauber. Der Pfosten geht dann so rein, das wird eingestellt und der Teller oben dreht sich weiter, dreht sich um den Pfosten herum und man kann quasi nonstop fahrend den kompletten Zaun ausschneiden, um die Pfosten herum auch. Also, oder auch Leitplanken, also das ist ja die Kommunalversion, die kann auch wunderbar Leitplanken ausmähen. So ist die Maschine, die sie mir jetzt geschickt haben, ganz guter Zustand. Klar, mal ein paar Macken, das Ding war schon mal im Einsatz als Vorführer, aber das tut der Sache ja keinen Abbruch. Ich bin richtig heiß wie Frittenfett und ich denke, wir bauen uns einfach gleich mal testweise einen Steyr hinten dran. So, mit dabei war natürlich auch eine Kiste, eine kleine. Was ist das? Oh, eine coole Tasse. Immer gut, Tassen sind echt gut. Ersatz, Schnur, Fäden zum Mähen. Das Bedienhandbuch vom Zaunkönig. Jawohl. Einmal das komplette Sortiment der Firma Knallmann. Das ist sehr interessant, das wird heute auch mal durchlesen. Und natürlich die Steuereinheit für den Zaunkönig. Sehr cool. Jo, dann bauen wir das Ding doch mal an. Und dann fahren wir schon auf, denn in der Halle können wir das Ganze unter schöneren Bedingungen ausprobieren als da draußen im Regen. Quasi bloß hier die Strebe lösen, dann kann man da oben schwenken.
Damit ich den aber umschwenken kann, muss ich die Schläuche lose machen und einmal andersrum legen. Und damit ich den lose machen kann, muss ich auch schnell den Schlauch wegmachen. Also jetzt keine große Nummer, aber dann sollte das passen. Und naja gut, das hier muss ich noch wegmachen. Also die Schlauchhalterung und das Werkzeughalterungsdingens, aber das ist ja auf der anderen Seite schon vorgebohrt. Wie gesagt, das war vom Denken her wahrscheinlich von der Frontladeraufnahme, denn da gibt es zu rechten aus und mäht zu rechten, aber hier links mähen ist erstmal doof und dann drinnen rechts Gas geben und links mähen, wie gesagt, ich sitze dann drin, kann mich die nächsten Tage nur bewegen. Jetzt habe ich mal so rumgebaut. Jo, ich schaue erstmal, ob das da. Wir werden das gebogen. Sakrament. Ob das da weiter stört, weil ich kann ja hier die Schläuche trotzdem einhängen, wenn ich es abstelle. Ja, wird sich zeigen. Probieren wir aus. Auf jeden Fall war das jetzt eine einfache Nummer. Ich habe gedacht, ich muss großes umschrauben. Das da hinten mit der Hydraulikverschraubung schaut ein wenig kriminell aus, aber da ist überhaupt kein Druck drauf. Also das ist schön locker. Die sind da schön in der Kurve, nicht auf Spannung. Ich denke, das müsste passen. Ja, da habe ich gelesen, kann man die Rückweichstärke von dem Arm einstellen, man kann die Rückweichstärke vom Stern einstellen, man kann also so ziemlich alles einstellen und machen, aber das machen wir bei schönem Wetter, trockenem Wetter und bei vor allem auch Aufwuchs. Dann können wir das wirklich gut einstellen. Aber gefällt mir sehr gut, die Maschine bis jetzt. So vom Handling, ich habe das jetzt ein paar Mal ausgeklappt, ein bisschen gefahren damit, ein paar Meter und ja, gefällt mir gut. Jetzt tun wir bloß noch innen das Bedienpult auf die andere Seite. Und dann kann ich wie gewohnt da auch rechts mähen. Macht ja keinen Sinn, wenn das links noch aushängt, ne? Das hatte ich jetzt da links hängen. Also mit Magnet. Das ziehen wir jetzt einmal um. Und bauen das da oben dran. Sehr gut. Aber wenn ich mich dann da so drehe, kann ich da so nachregulieren oder ein- und ausschalten. So, coole Nummer. Sauber verbaut. Passt. Freue mich drauf. Ja, sie ist ja der Steuer ohne Frontlader, gell? Ich habe ihn viel zu wenig herunten. Aber bei so einer Aufgabe braucht man ja nicht wirklich. Ne? Meistens wiegt bis 280 Kilo. Da geht es ohne zusätzliches Frontgewicht. Das schont dann auch bei solchen Arbeiten die Vorderachse und zugleich den Geldbeutel. Durch weniger Spritverbrauch, weil weniger Gewicht. Und natürlich auch, weil die Vorderachse nicht so schnell verschleißt. Die kostet ja auch ein Schweinegeld. So, dann fahren wir mal los und mähen ein bisschen so Altbestand aus.
Ja, macht eigentlich ein recht schönes Ergebnis. Braucht bloß ein bisschen Übung, dass man den Arm immer schön der Neigung anpasst, dass der nicht unten aufschleift, sonst drückt sie immer nach hinten. Dann müssen wir noch ein bisschen Widerstand einstellen, dass wir genau auf die Zaunpfosten justieren. Aber wie man so sieht, gut, es ist viel Dreck mit drin. Das haben wir jetzt auch bloß beim ersten Durchmähen. Und man hat unten schön sauber ausgemäht, innen rein bis zu 30 cm Nebenzaun. Und von der Seite sowieso komplett einen halben Meter. Das schaut doch ganz schick aus, ne? Jo, sind wir zufrieden. Ein paar Schaden hat er davon getragen, logisch. Da waren auch Steinchen mit drin im alten Gras, in dem Hohn. Da muss man halt am Jahresende dann einmal schön sauber das letzte Mal ausmähen. Dann hat man so ein Mist im Frühjahr, nicht? Aber nachdem wir das feine Gerätchen letztes Jahr nicht gehabt haben, schaut es halt noch so aus, ne? So, jetzt gehen wir mal hoch, fahren noch an einer anderen Weide entlang und dann kann leicht Aufwuchs kommen, denn dann haben wir erstmal Strom drauf genug, nichts ableitend und ja. Dann gucken wir mal, wie schnell sie es wegfressen und außenrum fahren wir halt alle zwei Wochen so. Ich bin jetzt bloß 1,5 km/h gefahren, das könnten wir auch schneller fahren, ich glaube bis 2,5 oder bis 3 sogar, aber so haben wir dann noch genug Zeit, um da rauf und runter nachzujustieren. Denn man soll ja nicht aufliegen. Denn wenn er aufliegt, hat er Widerstand und dreht sich die ganze Zeit wie ein Propeller. Das ist nichts. Da muss er immer so schwebend sein, sodass das Einzige, was kommt, ist, wenn er gegen den Pfosten dreht und da dann rumschwenkt. Also immer frei halten, immer ein bisschen nachjustieren. Aber dafür hat mir das nette Steueraggregat da. Funktioniert recht gut. Fahren wir noch zur anderen Fläche und dann ist auch schon wieder cool fürs erste Mal. So, jetzt Nachmittag, noch eine andere Fläche freimähen. Da war jetzt das Problem, dass an einer Stelle der Zaundraht so verdammt tief war, dass ich es ins Mähwerk reingekriegt hat. Das macht aber dem Ganzen keinen Abbruch, denn ich muss einfach bis den Zaun wieder nachspannen, wenn ich durchkomme. Heute ist Montag, Beginn einer neuen Woche und ich habe gerade vorhin wieder auf eBay Kleinanzeigen geschaut und was Interessantes gefunden. Deswegen fahre ich jetzt noch schnell mit dem Ford in das 15 Kilometer entfernte Dorf Gößweinstein und dort, wenn alles passt und so richtig ist, wie es beschrieben war, hole ich mir noch was ganz Spezielles ab. Da schalte ich euch dann wieder zu. So, und weil ich gesagt habe, ich hole was ab, bin ich jetzt da angekommen. Und was steht da im Hof? Nein, das ist nicht der meinige, aber das ist der baugleiche Schlepper. Also schon mal ultra sympathisch. Jetzt schauen wir uns mal die Wo an, ob das auch was taugt. So, nachdem ich das Ding jetzt daheim habe, habe ich gedacht, ich mache die ganz einfache Variante. Ich bin jetzt nämlich zu faul, den Hoflader, den Schlepper rauszuholen. Und ich wuchte mir das jetzt einfach da mal so im Rückwärts auf. Gucken wir mal, ob das was wird. Entweder ist es gleich der Rasenmäher kaputt und oder auch das Auto. Top. Gut, was mache ich? Ich bin mal draußen, mache eine kleine Bestandsaufnahme von unserem Neuzugang. Viele werden sich fragen, warum kauft er denn jetzt noch einen? Ja, weil das Antriebskonzept von dem, was ich vorhatte, viel zu kompliziert und aufwendig wäre und ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, gerade in einem Jahr, wo jetzt auch wahrscheinlich der Umzug noch ins Haus steht. Das klappt nicht.
Und da wir irgendwann ja auch mal mit dem Rasenmähern zu Potte kommen wollen, denn die anderen haben ja schon ihre 5000 PS Maschinen eingebaut, habe ich gedacht, ich hole den noch. Das ist eine sehr gute Basis, an dem wir mal recht wenig verändern. Und ich mache jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme. Und ich habe aber mich einer die Prämisse, dass ich da gewinne. Ich möchte einfach bloß dabei sein mit der Maschine. Und ja, deswegen ist das, denke ich, der richtige Renner für uns. Ich werde jetzt einfach mal seitlich kippen, ein bisschen aufbocken, dass ich mal drunter schauen kann, wie es da mit den Riemen ausschaut und den entsprechenden Riemenscheiben, die ja dann für die Übersetzung verantwortlich sind und somit für die Endgeschwindigkeit und Beschleunigungsverhältnisse. Und dann gucken wir mal, was wir da zaubern. Wie gesagt, ganz spartanischer Umbau, nur das Notwendigste und es soll einfach nur Spaß machen. Und ich denke, das ist mit der Kiste richtig. Die andere Kiste wird als Ersatzteilspender verwendet, beziehungsweise dann auf eBay Kleinanzeigen eingestellt. Die kann dann der nächste Bastler an sich reißen, der da Bock hat, größeres Projekt aufzuziehen, inklusive in diesem Fabrik neuen Motor. Der hat noch keine halbe Stunde Laufleistung drauf. Jo, gut. Jetzt bocke ich nochmal auf. So, jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Passt soweit. Jetzt schmeiße ich den GPS-Messer am Handy nochmal an. Und dann schauen wir mal, was in der Ausgangskonfiguration die Höchstgeschwindigkeit ist. Ich nehme mir feste Strecke, auf der ich dann immer wieder testen werde und mal schauen, was da Beschleunigungswerte und sowas sind. Und dann können wir uns da langsam rantasten an so Modifikationen, die ich mir jetzt überlegt habe. Und das machen wir natürlich nach dem super einfach und easy Prinzip, ne? Nenne ich es jetzt mal. Also gut, fahren wir mal ein Ründchen. So, erste kleine Testfahrt hat er hinter sich. GPS-Messung ergibt 12 km/h Spitze. Jo, da geht bestimmt noch mehr. Beschleunigung ist gar nicht so schlecht. Alles noch Originalriemen, Originalriemenscheiben. Der Motor 12,5 PS, Brixton Stratton, ist recht solide. Und ja, da gucken wir jetzt mal, was da noch so geht. Also so 40-50 wäre schon eine geile Nummer. Und die Schaltung, Getriebe ist alles super in Ordnung. Riemen rutscht sogar gar nicht euch durch. Lenkungsspiel ist eigentlich auch in Ordnung. Und da tun wir überall noch ein bisschen nachbessern. Was wir aber dringend brauchen, ist Gewicht auf der Vorderachse. Denn beim Lenken, komplett Einschlag in der Kurve, merkt man es. Ja, da geht er quasi über diese Räder, schiebt er gewaltig nach vorn. So, als erstes kommt jetzt auch erstmal der Auspuff ab. Denn dann ist die Kiste lauter. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsfeature, denn die anderen Rallye-Teilnehmer können dann gleich hören, wenn man unterwegs ist. Also, mehr Sicherheit durch Lautstärke. So, jetzt habe ich das Ding mal kurz aufgebockt. Was man natürlich so sieht. Vorderräder und sowas. Das hat ja massiv Spiel. Da, halbe Zentimeter. Da muss was geändert werden. Die Achse vorne hat Spiel. Diese Pendelachse, die da drin ist. Die werden wir ein bisschen steifer machen müssen. Die Lenkung hat Spiel, da machen wir alles neu, alles in Verschraubungen, Buchsen und Lagern, sodass die Lenkung wirklich schön geschmeidig, knackig funktioniert. Was ich mir noch überlegt habe, ob wir vorne einen Kiefer legen, würde dann bedeuten, dass man unten diese Steckachsen da abtrennt und oben drauf schweißt. So hat er dann einen sehr steilen Keilwinkel, Kieferlegung. Wäre halt optisch was, so geschwindigkeitstechnisch bringt das natürlich überhaupt nichts. Aber da bauen wir so eine richtige Ratte draus. Also das wird kein Hochglanzbulldog, sondern eine richtige Ratte. Und ja, dann gucken wir jetzt uns mal die Übersetzung an. Also, wenn es mir vorschwebt, ist erstmal das da tauschen. Das ist das untere. Die untere Riemenscheibe, die treibt eigentlich mehr weg an. Die ist größer als die obere für den Fahrbetrieb. Das heißt, da haben wir vorne mehr Drehzahl. Deswegen vorne dann das größere. Ich schaue, ob ich das einmal umdrehen kann. Mit dem größeren nach oben. Und dann schauen wir mal, was er bringt. Hinten lassen wir erstmal unangetastet. Hinten können wir dann als zweite Stufe noch ein kleineres einbauen. Vielleicht auch so in der Größe, dann haben wir 1:1. Dann kriegen wir hinten richtig Dampf drauf, aber dann wird es auch schon mit dem Bremssystem schwierig. Neuer Riemen, logischerweise klar, der ist jetzt nicht mehr ganz so gut, der ist da schon über ein bisschen rissig, also der muss dann auf jeden Fall weg. Da, wie gesagt, Lenkung, da haben wir jede Menge Spiel drin, das ganze alte gammliche Zeug, das kommt runter, das machen wir alles frisch. Denn Lenkung ist wichtig, bringt uns nichts, wenn wir gerade ausfahren können und sonst nichts.
Ja, hinten Getriebe. Müssen wir schauen, je nachdem, wie wir schnell fahren. Also das Getriebe ist ja mit Fett voll. Also ist ja kein Öl drin, da ist Fett drin. Ab einer gewissen Geschwindigkeit verliert halt auch Fett auch die Hitzeleitfähigkeit und die Kühlfähigkeit. Ob man nicht dann einfach gegen Öl hin austauscht. Das heißt, kleines Loch bohren, Öl reinfüllen, Schraube drin, gut ist. Das Ding muss ja bloß das Rennen halten. Vorne haben wir den Träger, der als Schub und gleichzeitig als Zugträger gegolten hat fürs Mähwerk unten drunter. Dort werden wir unseren Rammbügel vorne anbauen, dass wenn man mal irgendwo dagegen eckt, was ja wahrscheinlich öfter mal passiert, denn ja, Fahren ist anders, genaues Fahren ist anders. Es ist jetzt kein Go-Kart-Feeling drauf. Dann passiert dem Ding nichts, weil die Achsen, die haben nichts entgegenzusetzen, das reißt alles weg. Wenn es da irgendwo dran knallt, ist es vorbei. Und wir wollten ja so schnell auch nicht ausscheiden, ne? Ja, das wird jetzt erstmal Step 1 und dann schauen wir, wie weit wir damit kommen. Und dann widmen wir uns noch so feinen Sachen. Also wie gesagt, da kommt noch ein anderer Krümmer drauf, den wird da einfach handgeschweißt. Und dann machen wir noch auf Fußgas, denn mit dem Fußgas hat man einfach bessere Kontrolle als Handgas, das man einstellt und dann durchschaltet. Also da kommt noch Fußgas hin, das drüben die Kupplung, werde ich dann auf die Seite verlegen und das Fußgas auf die andere Seite. Denn da kommt man nicht durcheinander mit dem linken Fuß Gas geben. Also ich habe zu wenig Gefühl, dass ich mit dem linken Fuß irgendwie adäquat, vernünftig Gas geben kann, gerade so in einem Rennbetrieb. Das ist die Kupplung und gleichzeitig Bremse. Das kann man dann auf die linke Seite bauen, das ist dann schon eher kein Problem. Batterie werden wir auch reduzieren. Da bauen wir noch diese fette Batterie raus, die ist einfach zu schwer. Kommt eine leichtere Batterie rein, so sind wir im Heck dann ein Stückchen leichter. Oder wahlweise die nach vorne, aber gerade beim Crash oder sowas hätte ich keinen Bock, dass von die Batterie ist. Das gibt nur Sauerei, wenn es ausläuft. Jo, und dann machen wir mal gescheit sauber, um überhaupt zu sehen, in welcher Grundsubstanz ist die Karre überhaupt. Sieht mir nichts. Das ist alles ein bisschen ölig, ein bisschen verschmiert, ein bisschen staubig. Was ich rausgefunden habe anhand des Motors, hier ist Typenschild, weiß nicht, kann man es lesen? Ja, da vorne, die ersten zwei sind die Jahreszahl, dann kommt Monat. Also das wurde 94 im Februar gebaut. Das ist quasi ein echter Oldtimer. Ja, dann kriegt er neue Benzinschläuche, den Vergaser nochmal runterbauen, mal komplett reinigen. Und dann fallen bestimmt ein oder andere Teile auf, die man vielleicht ersetzen müsste, die vielleicht abgenutzt oder verschlissen sind. Dann versuche ich noch den Kraftstoffdurchsatz im Vergaser zu erhöhen. Und gleichzeitig kommt es noch auf den Luftfilter, damit da auch mehr Verbrennung stattfinden kann. Das Ganze dann über unser offenes Auspuffsystem möglichst schnell nach draußen, ohne Rückstau groß. Ich denke, da haben wir dann schon viel gewonnen und wenn die Übersetzung noch passt, reicht das völlig aus, um da vernünftig mitzufahren. Wie gesagt, gegen die 100.000 PS Maschinen von den anderen mit ihren Motorradmotoren wird es natürlich nicht reichen, aber dabei ist alles. Oder wie das heißt, irgendwie so, ne? So, dann schauen wir jetzt mal drunter, Schlagschrauber her und dann bauen wir mal die vorderen Riemenscheiben ab und gucken mal an, ob wir die einfach drehen können oder ob wir da ein bisschen Umbaumaßnahmen machen müssen. So, heute war das jetzt dann mehr so eine Planungssession, sag ich mal. Ich hab dann unten ausgemessen, was da scheibentechnisch, riementechnisch alles geht und habe jetzt erstmal bestellt und zwar Buchsen, Scheiben und Riemen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht vermessen, denn sonst muss ich noch ein paar mal bestellen. Und dann schauen wir mal, was das so bringt. Da kommt erst nächste Woche Dienstag die Lieferung, also bleibt abzuwarten. Inzwischen kann man ja mal Vergaser sauber machen, ausbauen und da vielleicht größere Hauptdüse einbauen. Dann den Luftfilter modifizieren, den Motor da ein bisschen abstimmen. Dazu brauche ich den Antriebsstrang ja nicht. Ja. Den könnte ich eigentlich schon mal abstimmen. Mal sauber machen. Einmal die große Dose Bremsenreiniger drüber und dann auch mal sauber abkärchern und dass das alles sauber ist. Und dann gucken wir mal, wie die Substanz ist. So fahrwerkstechnisch, karosserietechnisch mache ich eigentlich mal fast gar nichts. Ich mache hinten noch eine Verstrebung rein. Da ist wohl schon mal irgendwie geschweißt worden. Bevor da hinten wieder was passiert, dann die Achse noch ein wenig stabilisieren. Vorne Auffahrschutz, der eben die Vorderachse wegen schützt. Und ja, so viel Zauberer ist es nicht. Es wird alles relativ unkompliziert und kostengünstig. So soll es sein. So war es auch gedacht. Das ist auch der Sinn von dem Rasenmäher, dass man da keine großen Konstruktionsleistungen reinsteckt, sondern dass man einfach bloß was zusammenschustern, Spaß dabei haben und dann auch natürlich eine Runde fahren können.
Archibald.